Hallo, Servus, hier ist der Nico mal wieder mit einer neuen Folge von den häufig gestellten Fragen an mich. Heute ist so ein bisschen, ja, auch ein kleines eigenes Anliegen. Ich wurde schon öfter gefragt in den Live-Chats zu den Videos, die ich gemacht habe, aber auch in Kommentaren und so in Instagram und Co., ob ich denn mal Bock hätte auf eine gemeinsame Radtour. Also mit euch oder mit jemandem von euch, ob ich da Bock drauf hätte, dass ich einfach mal, keine Ahnung, mit jemandem oder mit euch nach Meran oder nach Südtirol generell oder irgendwohin radel. Und ich habe da grundsätzlich Bock drauf. Ich fahre zwar gerne alleine und habe so meinen eigenen Schnitt, aber ich habe auch Bock auf so gemeinsame Geschichten. Das habe ich auch immer bei diesen ganzen Veranstaltungen wie Biking Man Oman oder auch in Irland oder beim Tuscany Trail natürlich auch mitbekommen, dass es auch echt cool ist, einfach neue Leute mal kennenzulernen, die gleichgesinnt sind noch dazu. Und wo sich dann so langsam so die Geschwindigkeit einpendelt und wo man sich einfach gut versteht. Und somit habe ich da mega Bock drauf. Jetzt ist halt da die Frage, welches Format könnte man auswählen, um genau sowas zu machen? Dann habe ich mir mal gedacht, ja, vielleicht könnte man einfach mal so ein Brevet an dem Brevet teilnehmen, also ein zum Beispiel von, ich glaube, Brevet Oberbayern heißen die, ARA Oberbayern, das ist ja so ein Veranstalter von so Brevets, dass man da einfach sagt, hey, ich bin da auch, hat jemand Bock, da auch hinzukommen. Das wäre so eine Option, wo man sowas mal machen könnte. Und dann gäbe es noch eine andere Option. Und jetzt mein Anliegen in diesem Video ist jetzt so ein bisschen, dass ihr mir vielleicht ein bisschen eure Meinung so ein bisschen in die Kommentare reinschreibt. Und vielleicht auch so ein bisschen, hättet ihr da Bock drauf oder habt ihr da nicht Bock drauf? Dass ich so ein bisschen einschätzen kann, in welche Richtung könnte es denn gehen, weil ich würde es wie gesagt gerne machen, dass ich mal mit euch am Radl sitze. Und ja, mein Traumziel ist natürlich irgendwie sowas wie Südtirol und Meran. Und vielleicht ist das auch irgendwie, wäre das auch eine coole Tour, weil ich meine, irgendwie verbindet man mich ja doch mit Südtirol und Meran und ich verbinde das Fahrradfahren auch mit der Gegend. Von daher wäre das für mich eine optimale Geschichte. Jetzt habe ich ja von der zweiten Option geredet. Die zweite Option, also die erste wäre das, dass man sich einfach einem Brevet quasi anschließt. Da gibt es dann meistens irgendwie so Startplätze, 30 oder 100 oder sonst was in die Richtung. Und man fährt da für sich alleine, es ist unsupported. Und du hast dann so eine Stempelkarte und dann stempelst du halt dann, keine Ahnung, bei der Tankstelle XY, bei Kilometer 120 stempelst du ein, dann hast du halt den Nachweis, dass du da warst und dann auf Pass so und so und Pass so und so und immer bekommst du einen Stempel und irgendwann kommst du an. In einer gewissen Zeit solltest du dann ankommen und dann bist du quasi Finisher von diesem Brevet. Und das ist natürlich eine coole Geschichte, allerdings ist natürlich so ein bisschen das Manko an der Geschichte. Zum einen natürlich die limitierten Startplätze, zum anderen auch, man kann sich halt den Zielort nicht so richtig aussuchen, sondern man muss sich einem Brevet anschließen. Ja, das könnte man umgehen, indem man jetzt quasi so ein bisschen die zweite Option auswählen würde. Die zweite Option könnte jetzt sein, dass man sagt, nee, man macht sowas Ähnliches, organisiert man einfach selber. Sowas selber organisieren, das ist mit Sicherheit mit einem Aufwand verbunden, aber hat halt den Vorteil, dass man sagt, hey, ich möchte hier starten und ich möchte dort ankommen. Ich möchte keine Ahnung, Hauptverkehrsstraßen fahren, sondern ich möchte irgendwelche Radwege benutzen und irgendwie schön ans Ziel kommen. Ich möchte an irgendwelchen Sehenswürdigkeiten vorbeikommen, sonst was. Man kann also schön die Routenplanung ja in die eigene Hand nehmen, was ja natürlich ziemlich cool ist. Und man ist so ein bisschen, ja, man ist so ein bisschen freier in allem, könnte ich mir vorstellen. Diese Option hat natürlich auch seine Nachteile oder ihre Nachteile. Der Nachteil ist mit Sicherheit, dass man die Organisation übernehmen muss, also dass es theoretisch viel Arbeit sein könnte, je nachdem, in welchem Umfang man halt das planen möchte. Und durchaus auch so haftungsrechtliche Geschichten, also wenn ich jetzt komplett mit euch planen würde, wir fahren von A nach B mit
keine Ahnung, wie viele Leuten, dann muss man ja, müsste man ja theoretisch irgendwie schauen, ja, keine Ahnung, Strecke absperren und so weiter und so fort. Also das ist natürlich völlig übertrieben. Aber es hat schon so haftungsrechtliche Geschichten. Auch wenn jetzt so Bergführer wärst zum Beispiel, dann nimmst du halt 10 Leute mit, dann bist du in der Seilschaft drinnen und dann hat der Bergführer ja auch einfach eine Verantwortung für all die Leute. Und ich sehe mich natürlich nicht als Bergführer, auch nicht als Radelführer, sondern eher würde ich das als gemeinsame Fahrradtour halt einfach sehen, wo einfach manche Leute, gleichgesinnte Leute an einem Punkt anfangen und irgendwann ans Ziel ankommen wollen. Und so wäre es eher so der Gedanke, den ich mir gemacht habe über die Geschichte, den ich cool fände. Ja, organisatorisch hätte ich gesagt, eher eine Niete. Also ihr kennt das von meinen Videos, ich bin manchmal ziemlich planlos und kopflos und fahre einfach drauf los, was durchaus auch manchmal sehr vorteilhaft sein kann, weil ich mich nicht beschäftige mit, oh, wie schwer ist das und wie schwer ist das, sondern ich mache es halt einfach. Aber wenn man halt zu mehreren ist, dann sollte man es vielleicht doch machen. Das fängt bei der Route natürlich an. Mhm. Das fängt damit an, dass man wissen sollte, keine Ahnung, ist da noch Schnee und kann ich da überhaupt hinfahren über den und den Pass. Und es hört damit auf, dass man sich irgendwie überlegen muss, ja, was ist denn jetzt, wenn jetzt 5 Leute um 24 Uhr in der Nacht irgendwo ankommen, jetzt sage ich einfach mal in Meran, und gar kein Hotel gebucht haben. Also wie schaut es mit der Unterkunft aus? Ja, das sind alles so Dinge, da wuselt es in meinem Kopf drin herum und ich komme da auch nicht so richtig auf eine perfekte Lösung. Aber dafür habe ich ja auch so ein bisschen euch, gerade diejenigen, die eben auf sowas Bock hätten, dass ihr mir vielleicht einfach mal sagt, was ihr denn davon haltet, wie ihr das denn angehen wolltet. Vielleicht ist ja sogar ein Organisationstalent bei euch dabei oder jemand, der sowas schon mal gemacht hat. Vielleicht im Optimalfall sogar jemand, der mal so ein Brevet organisiert hat. Ich habe da leider relativ wenig Kontakte zu solchen Leuten, die sowas schon mal organisiert haben. Aber vielleicht ist ja, wie gesagt, einer bei euch, der so irgendwie Erfahrung hat beim Organisieren von solchen Dingen. Und dann ist natürlich auch interessant, wer hätte denn da überhaupt Bock drauf? Also wenn wir jetzt zu 5 wären, ist wahrscheinlich der Planungsaufwand relativ gering. Wenn wir jetzt zu 20 wären, ist der Planungsaufwand natürlich schon größer. Und ja, ich will jetzt gar nicht von höheren Zahlen mehr reden. Aber jetzt sind wir mal realistisch. Wenn jetzt 20 Leute wären, dann glaube ich, könnte das eine ziemlich kommode Runde sein. Und da kommen natürlich noch so Begleitgedanken. Ich würde jetzt normalerweise, ja, fahre ich an meinen eigenen Schuh und würde jetzt, sagen wir mal so, vielleicht in 16 oder in 17 Stunden, wenn es gut läuft, in Meran sein wollen. Das ist klar, dass das natürlich nicht jeder kann, aber ich möchte ja da in dem Fall nicht den Sport irgendwie in den Vordergrund rücken, sondern so ein bisschen das Gemeinschaftliche und auch das, dass ich mit euch fahre. Und das heißt natürlich für mich, klar, würde ich nicht nach 16 Stunden dort ankommen wollen und somit natürlich nicht ganz vorne dabei sein, sondern ich würde wahrscheinlich einfach, keine Ahnung, ein bisschen mitschwimmen und mal ein bisschen mehr Zeit lassen, ein bisschen mehr Kaffee trinken, mehr Eis essen, mehr Kuchen essen. Aber es sollte dann, glaube ich, schon so sein, dass niemand sich behindert fühlt von den Schnellen und keiner von den Langsameren sich irgendwie genötigt fühlen, Vollgas zu geben, weil das wird komplett dem Zweck widerstreben, weil ihr kennt mich ja, ich bin eigentlich ja nicht so der Hardcore-Sportler, eigentlich gar nicht, sondern ich bin ja eher derjenige, der was genießen möchte und der eine genießt so und der andere so. Ja, also es sind jetzt viele Gedanken gewesen, die ich jetzt hier so euch mal, ja, irgendwie so kundgetan habe. Schreibt mir einfach in die Kommentare mal rein, was haltet ihr von der Idee? In welchen Monaten hättet ihr auf sowas Bock? Meint ihr, das kriegen wir irgendwie gebacken, dass wir da zu ein paar Leute sich zusammenfinden und da irgendwie so eine schöne Geschichte auf die Beine stellen könnten? Ich werde zu dem Zweck vielleicht auch eine Umfrage mal erstellen und weil ich natürlich, also Instagram habe ich gerne, aber YouTube habe ich gerne und somit werde ich diese Umfrage auch auf YouTube erstellen. Nicht jeder, der auf YouTube mir folgt, folgt mir in Instagram wahrscheinlich und umgekehrt, das ist zwar auch so. Also mache ich die Umfrage mal auf YouTube und schaue einfach mal, was dabei rumkommt und da werden wahrscheinlich mehrere Umfragen kommen, aber die erste wird jetzt erstmal sein, in was für einem Monat könnte man sich das, ja, Kruzifix, ich da jetzt ein Viech gestochen da. Die erste Umfrage wird sein,
In welchen Monaten könnte man sich das denn grundsätzlich vorstellen? Und ich hätte jetzt einfach mal März bis Juli gesagt. Und dann stelle ich das mal zur Umfrage. Wenn ihr das Video jetzt seht, dann schaut mal, dass ihr bei dieser Umfrage teilnehmt. Vielleicht mache ich es aber auch so, dass ich zum Ende des Videos jetzt hier, also gleich das Ergebnis von der Umfrage einstelle, dass ich noch ein paar Tage warte, die Umfrage erstelle und das dann gleich hier mit reinstelle, weil dann haben wir vielleicht schon mal die ersten ein, zwei Fragen geklärt. Also ihr seht, Sturm im Kopf. Ich habe Bock, ich bin motiviert, aber ich könnte mir vorstellen, dass mir die Organisation etwas über den Kopf wachsen könnte, weshalb ich da vielleicht gar nicht so viel organisieren will, sondern einfach nur einen gemeinsamen Startpunkt, gemeinsamen Endpunkt, vielleicht mit der Option, dass ich da vorher mal bei ein, zwei Hotels anrufe und sage, wie schaut's aus, hättet ihr theoretisch Zimmer, die ihr für uns bereithalten könntet am Endziel, also in Meran, und dass man einfach eine schöne gemeinsame Zeit hat, vielleicht dann noch, dass ich dann noch ein paar Tage in Meran eben bin und man dann vielleicht mal auf ein Eis, auf ein Café oder sonst irgendwas sich trifft und ansonsten halt jeder seinen eigenen Urlaub sozusagen verbringt mit dem gemeinsamen Merkmal der Rahmenbanane. Also die wäre mir schon wichtig, dass jeder von uns eine Rahmenbanane drauf hat. Ich glaube, das könnte ganz lustig sein und ich könnte mir auch vorstellen, dass man da durchaus auffallen würde. Und jetzt ist mir noch was eingefallen. Ich habe mir durchaus auch schon Gedanken gemacht, wer mich denn unterstützen könnte vielleicht bei so einem Plan. Und ich meine, ich bin ja Münchner, ich lebe in München und in München gibt es ja auch ein paar ganz coole Fahrradläden. Ich bin jetzt nicht so in der Szene drinnen, ja, deshalb kenne ich mich jetzt da nicht so ganz toll aus. Ich fahre einfach nur gern Fahrrad. Ich bin jetzt nicht so der Lifestyle-Radler, auch wenn ich da nichts dagegen habe. Da gibt es zwei Läden, wo ich mir durchaus vorstellen könnte, dass die vielleicht organisatorisch mich unterstützen könnten, weil die eben auch schon solche Touren gemacht haben, so München, Südtirol oder so, dann ja auch mit ein paar Leuten. Und ja, wenn ihr zufälligerweise mal bei so einer Tour dabei wart, dann könnt ihr mir ja gerne mal auch schreiben, wer das organisiert hat und mir vielleicht somit einen Tipp geben, an wen ich mich da wenden könnte und vielleicht sogar diesenjenigen oder den Radladen oder den Veranstalter durchaus vielleicht auch darauf aufmerksam machen, dass ich händeringend nach jemandem suche, der mir hilft, weil sonst wird es vielleicht nichts. Genau, die zwei Radläden, das ist jetzt kein Geheimnis, kann ich ja verraten. Ich glaube, das sind schon so ein bisschen Premium-Geschichten hier in München. Das ist der Monaco Velo Club. Der ist da bei der Isar in der Nähe und okay, bei der Isar in der Nähe ist toll in München. Der Monaco Velo Club und dann das BG Bavarese in der Maxvorstadt. Die, meine ich, veranstalten solche Geschichten auch ab und an. Ja, vielleicht könnten ja das ein paar heiße Tipps sein. Wenn ihr da schon mal dabei wart, dann schreibt mir gerne. Ich beende jetzt das Video, weil sonst geht es noch weiter und ich komme noch auf weitere lustige oder komische Ideen. Also, dann füge ich jetzt noch an, was die Umfrage ergeben hat in zwei Tagen und dann freue ich mich auf eure Kommentare. Vielen Dank für die Teilnahme und ja, dass ihr den Kanal auch zu dem macht, was er so ist. Ciao. So, jetzt haben wir den Salat. 350 Menschen haben teilgenommen an dieser Umfrage und ihr Interesse bekundet, bei so einer Tour dabei zu sein. 350 Menschen. Also wenn jetzt nur ein Zehntel von diesen 350 Menschen teilnehmen würde, ist das ja schon mehr, als ich mir gedacht habe und könnte schon ganz schön anstrengend werden, das zu organisieren. 350 Menschen haben jetzt in 20 Stunden auf YouTube bei dieser Umfrage teilgenommen. Davon die meisten wünschten, also die Umfrage ging um den Monat, ich blende es euch hier mal ein, die meisten sind für den April, Mai oder den Juni und ihr verfrorenen Hundlinge, ihr, kann ich gut nachvollziehen, es ist einfach eine geile Zeit, vor allem im Mai, wenn die Apfelblüte im vollen Gange ist, ein Traum. Ja, gut, 350 Leute, ich habe jetzt einfach mal auf gut Glück in einem Hotel angerufen in Meran und einfach mal gefragt, wieso die Auslastung ist, so im Sommer, im Mai. Also ich habe im Hotel Therme Meran angerufen, es ist ein ziemlich krass geiles Hotel. Ich denke mal, das ist so ein bisschen repräsentativ, wahrscheinlich fürs gesamte Hotelgewerbe da in Südtirol und auch jetzt da in Meran. Mai ist nicht ganz einfach,
aber zu gewissen Zeiten gäbe es ja durchaus noch Kontingente, wo man sich Zimmer holt. Und es wäre jetzt eh so, ich würde jetzt nicht 40 Zimmer buchen für 40 Leute, sondern jeder von euch müsst selber schauen, dass er eine Unterkunft findet. Aber vielleicht kann ich ja irgendwie eine Empfehlung aussprechen. Vielleicht kann ich auch irgendwie ein bisschen was raushandeln, wenn wir ein paar Leute sind, die in die Therme dann gehen wollen. Vielleicht kriegt man da irgendwie einen Gruppenrabatt oder irgendwie sowas in die Richtung. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ja, aber jetzt erst einmal muss ich noch mal sagen, ihr seid wirklich krass. Wenn ich mir vorstelle, dass ich vor 6 Jahren so ein lustiges Video hochgeladen habe, wo ich wie so ein komischer Mensch da irgendwie da über den Reschenpass geradelt bin und seitdem sich das irgendwie so entwickelt hat. Und also ihr seht mich etwas baff und ein bisschen sprachlos. Ja, das soll es jetzt gewesen sein für das Video. Alles in die Kommentare rein, was ihr darüber denkt. Und dann. 40.